Ja, hallo, was geht ab, Leute? Eigenes Server endlich mal. Es gibt so mega die neue Produkte irgendwie, das wusste ich gar nicht. Hey Junge. Hallo? Ah, Digga, der will das nicht anziehen. Was ist los jetzt? Hallo? Ah, das ist ein Oberteil, Digga. Ich dachte schon. Ich dachte schon, es klemmt hier. Oh, eine Pistole, nice. Also alle sind herzlich willkommen auf dem Server. Das ist mein eigener. Können wir was zusammen machen? Ja, ist schon nicht kalt, man. Ich muss noch den Server optimieren, Leute. Ich habe ein bisschen gemacht. Aber nicht so viel. Schuhe endlich schon. Kukri, what? Mehr Platz sein, dann lieber nicht. Ich brauche einen Rucksack rein. Es ist wirklich hardcore, hier zu überleben. Ey. Ah, endlich mal ein Rucksack.
Ist halt demoliert, aber egal. Ich habe mein Kleeband. Magelkiste brauche ich auch alles, um mein Base zu bauen. Der hat Kaltständig. Ich habe noch eine kurze Hose. Es macht schon Spaß, auf dem eigenen Server zu spielen. Das ist schon okay. Hey, Digga, kein einziger Treffer. Kommen alle. Ich weiß schon wieso. Hey. Sperre ich alle ein, Schweine, Digga. Oh. Shit, man. Es ist verdammt hart zu überleben. Ich bin noch krank geworden. Sie ist so aggressiv. Ich habe keine Munition mehr. Wo war denn diese? War dahin? Hier wäre es auch gut, eine Base zu bauen. Hey, schon wieder. Komm her.
ich bin krank, deswegen. Ich nehme einfach mal alles mit. Wo ist denn der Eingang? Und der dritte. Colin Brody habe ich schon mal durchsucht. Colin Brody. Aber ich sterbe vor Hunger, Junge. Es geht so schnell. Okay. Ich werde mich kurz ausloggen, Leute. Und dann geht's weiter.
So, Leutlis, weiter geht's. Mein Server ist wieder abgestürzt irgendwie. Datei automatische. Zeige mal hier. Ionia. Konfigurations. Datei Browser. Versuche mal die Zombies ein bisschen. Einfacher zu machen oder sowas. Lazy Settings. What the fuck, man? Was ist denn da los jetzt? Hallo, was ist jetzt da los? Okay. Hey, GLT Boom, ich habe gesagt, dass ich wiederkomme. Hey, schön, schön. Nice. Ich bin da ein bisschen am gucken. Es ist so krass. Ich habe eigenes Server gemacht. Easy. Irgendwie macht das die ganze Zeit Probleme. Wenn du mal Lust hast, kannst du mal zu meinem Server reinkommen. Wenn du mal Bock hast, GLT. Digga, was ist jetzt los? So, wir gehen wieder rein in unser Server. Ah, yeah. Wo sind wir? Ah, hier. Ist wieder was gespawnt? Nein. Boah, hier ist ein Wagen, Junge. Hier ist mein Wagen. Okay, was hatte der drin? Kerze, Kühler brauche ich. Kerzen, Scheinwerfer.
Habe ich das da? Nix da, okay. Ja, das ist ja richtig geil. Nein, warum kotzt du eben? Mein Gott, ich bin krank. Aber richtig. Stofffetzen. Okay, da ist nichts weiter gespawnt. Das heißt, ich guck nur noch schnell nach hier. Ob irgendwas liegt. Ne, wir gehen mal weiter Richtung. Oh mein Gott, der kotzt sich die Seele aus dem Körper aus. Das ist gar nicht gut. Er hat noch kalt. Alles Mögliche. Zombies sind wieder da. Digga, was wollt ihr von mir? Verpiss dich. Ey, die sind so aggressiv, die scheiß Zombies. Von wo kommen die? Oh oh. Fuck you, man. Ey, die sind so schnell, Mann. Wie kann ich die. Diese scheiß Zombies hier wissen. Oh oh. Schnell. Ich verliere mein ganzes Blut, Digga. Mein Gott. Ich habe keine Gnaden, nix. Komm her. Hier hat nichts dabei. Das dabei, okay. Ja, ich bin wieder gesund. Ey, die Zombies sind so aggro drauf, man. Das ist nicht zu glauben, man. Wo bin ich jetzt hier? Bin ich schlaf falsch? Hier, dieser Weg. Was hast du denn? Ist wieder kalt. Es regnet. Frühstücksblocken.
Ja, solange es regnet, darf ich nichts machen. Ich will noch was kurz einstellen. So. Irgendwas noch Cooles reinboosten. Komm. Workshop. In der Spielzeit. Daisy. Komm, ich mach das Auto hier rein. Abonnieren. Jeep Cherokee. Jeep Cherokee. Paar gute Mods reinhauen. Jeep Cherokee. Okay. Was darauf installiert zu werden, okay. Der wird installiert, ist gut. Jetzt muss ich hier. Der muss jetzt installiert werden. Warum dauert das immer so lange? Komm schon, Mann, installier die Kek. Jetzt kommt es. Hat schon installiert, oder was? Nein, nicht stehe die Stadt. Mods. Jeep Cherokee Mod laden. Jetzt muss ich das hier so machen. Verzeichnis. Verstanden. Kopieren. FileZilla. Cherokee. Perfekt. Jetzt aber. Case Jeep Cherokee K. Blitzbike. Okay, was haben wir denn sonst noch? Auf Steam. Dann. In der Spielzeit.
Lazy Dog. Ganz geil. Abonnieren. Komm, ich abonniere meinen Dog. Ey. Diesmal dann. Dog can't follow you. Attack. Wow. Ground. Okay. Dog. Donald läuft, okay. Workshop. Easy Dog. Muss hier eingeben, Enoch. Daisy, Zombie. Enoch, Tarnoff, Trader, Livonia. Minimap. Ich probiere mal die aus. Abonniert. Channels, Enoch. Enoch Minimap. What? Also. Default ist Schrägstrich. Wo ist dieser Schrägstrich immer? Ja, okay. Okay. Minimap. Was muss ich hier machen? Das wäre schon geil. Eine Map, Junge. Mini Map. Let's go. Mal aktivieren. Suche abbrechen. Minimap. Kopieren. Minimap. Also, jetzt muss ich. Jetzt muss ich das irgendwie einfügen. Dateibrowser. Standalone. Case. Den Schlüssel reinmachen. Okay. Und jetzt hier noch. Minimap ist schon drin.
Okay, ich hoffe, das funktioniert. Server Neustart. So. Ich hoffe, das funktioniert alles. Minimap Sheep. Okay. Server. Ich hoffe, das geht. Das wäre schon geil, wenn das gehen würde. Scheint so, als würde es funktionieren. Ist aber noch nicht sicher. Es scheint so, als würde es funktionieren. Ich hoffe, ich habe diesen Hundmann bei mir. Das ist schon geil. Ich sehe da keinen. Es ist Nacht, richtig dunkel. Ich frage mich, wo die Zombies sind. Sind die Zombies am Schlafen oder was? Ich sehe schon einen Zombie.
Was ist das? Ich weiß nicht, wie man das hier anmacht. Wie macht man das, diesen Strich? Digga, ich muss diesen Strich hinbekommen. Ich weiß nicht mal, wie man diesen Strich bekommt. Digga, muss mich verarschen, Alter. Ich kann doch das in Steuerung. Yeah, ich habe eine Minimap, Junge. Geil. Digga, die sind so aggro drauf. Weniger Zombies. Weniger Zombies. Mit Ado. Max Count Type. Aha. You can look at global XML. Global XLM. Weniger Zombies mit Tornado. Global XLM. Global.
Aber XMM. Zeige. Zombie. Silla. Ja, das ist wirklich zu stark. Resistent, oder? Unglaublich. Kann ich das suchen? Ne? Datei kann ich schon suchen oder? Baba. Ja, scheiße. ENV-Ordner. ENV-Ordner.
Ah, irgendwie. Rebel Territories. Also der macht das. Territories XML. Bear, Cattle and Sheep, Wild, Zombie. Okay, öffne. Ansehen. Wie kann ich das öffnen auf Ansehen? Öffnen. Ziele. Text, Dokumente, Dokumente, öffnen. Mit was kann ich das öffnen? WordPad. Ah, hier. Ja, ändert das. Smin, Smax. Smin Bot 2.1. Max. You don't change the development from your choice. Speichern. Sind wir noch nicht weg? Nee, was? Ja, was haben wir machen? Nochmal, aber ich tue noch nicht. Ansehen öffnen. Hast du noch Game schon? Ja. Ist geil. Muss ich dir laden, oder? Ah, leg.
Police. Cities. Schön. Ich hoffe, ich kann das speichern und go. So, Leute.
So, ich hoffe, es ist ein bisschen besser. Let's go. Ich hoffe, das hat was bewirkt hier. Habe ich gar keine Zombies mehr oder ab. Nicht zu essen. Simonskis. Moliert Kleider. Okay. Was hat der Typ zum Jammern hier? Ich will noch mal in mein Zelt rein, das alles ablegen, was ich nicht brauche unterwegs. Wo war mein Zelt hier? So. Was geht aus dem Zelt? Das Messer. Pistole hier. Nägel. Dosenöffner die ganze Zeit. Taschenlampe brauche ich noch. Nehme ich mit, komm ich nicht mehr aus mit dir. Wer ist? Warum motzt der Typ, Digga? Ist der krank? Machete, Machete. Hör auf zu jammern, nicht mehr.
Brina. Ich gehe mal nach Brina, würde ich sagen. Ich hoffe, ich kriege ein Auto zusammen, das wäre schon geil. Ich glaube, in Brenner steht einer da bei dem Brunnen. Das Krasse ist, ich habe nichts zu essen. Ah, ein bisschen hier. Ich bin schon wieder krank. What the heck, man? Ja, wieso ist die Map wieder weg? Ich mache es auf M. Steuerung. N. Oder ich mache es hier. Geil wäre, wenn das, wenn man die Karte hier könnte ja ein bisschen größer machen. Das ist schon geil. Warte mal, Leute. Trado Dashboard, mal schauen, ob es mir anzeigt. Ein Spieler, null Spieler, ein Spieler, null Spieler. Okay. Ein bisschen ein paar Zombies. Komm her, du Dreckiger. Digga, der killt mich noch, der ist so stark, Mann. Der ist so stark, Mann, der killt mich. Die sind so stark, Mann. Bin fast tot, Mann. Ich bin am Sterben.
Scheiße, diese Weste, Mann, ich bin sowas von am Arsch. Die sind so verdammt stark. Die einfach raufen. Ich hoffe nur, ich treffe auf keine Zombies mehr. Zombies sind sowas von übertrieben stark. Gibt es da vielleicht einen? Slow Zombies. Geil. No Sprinting Zombies. Geil. Genau das wollte ich. No Sprinting Zombies. Das ist gut. No Sprinting Zombies. Dann muss ich hier verlassen. No Sprinting Zombies. No Sprinting Zombies.
So, let's go. Digga, komm, mach. Jetzt. Oh. Ich bin voll wieder fit, oder was? Warum springt der so komisch? Weil ich nicht ganz fit bin. Ich brauche unbedingt Essen, ne? Das verrecke ich hier. Brena, ich komme. Ich weiß nicht, ob ich hier trinken soll. Demoliert. Beschädigt. Da hätte man.
ein schöner Besen hier. Digga, ohne Essen, oder? Ich bin im Arsch. Verlassen, ich will jetzt, ich muss machen. Nitrado de sie Gesundheit erhöhen. Hallo und herzlich willkommen. Jetzt in den letzten den generellen Server-Loot hochzustellen beim Daisy Standalone. Generell sind wir jetzt mal wieder hier in unserem Nitrado Web treffen könnt, DB-Ordner zu gehen. Und dann hier haben wir jetzt diese wichtige types.xml-Datei. Diese müsst ihr euch jetzt einfach mal herunterladen. Das macht ihr. Und dann, die Seite werde ich euch verlinken. Die sieht einmal folgendermaßen aus. Ziemlich einfach aufgebaut, aber erfüllt den Zweck. Und zwar kann diese Seite jetzt, also auf dieser Seite, also auf jeden Fall erstmal hier Props an Nixon, dass er diese Seite hier ja programmiert hat. Props an Nixon. Kann diese Seite jetzt, also auf dieser Seite, also auf jeden Fall erstmal hier Props an Nixon, dass er diese Seite hier ja programmiert hat. Dafür auf jeden Fall mal Props. Und ja, jetzt kann man nämlich hier auf Datei auswählen gehen. Und kann dann jetzt hier die Types-Datei hochladen. Die wählen wir einmal aus und gehen auf Upload. Und jetzt sehen wir hier schon, jetzt sehen wir hier schon, ja, die aktuellen Werte des Servers. Und dann können wir eben hier einen Multiplikator auswählen. Das ist jetzt euch frei überlassen. Ich bin jetzt mal ganz krank, gehe jetzt mal auf mal 10 Loot oder wir gehen mal auf mal 5, gehen dann auf Apply Change und sehen dann hier den Before and After Wert, wie es jetzt gerade noch ist und wie es dann danach werden würde, wenn ihr das jetzt so auf euren Server zieht. Und wollt ihr das? Hallo zusammen. Ich zeige euch einfach mal, was ich eigentlich. Danach natürlich Einstellungen speichern und Server durchstarten. Super. Lassen. Aber den für die Nacht habe ich auf 64 gestellt, sonst die Nacht noch. PC.
installiert habt. Und so, dann haben wir Lifetime. Lifetime hatte ich im letzten Video falsch erklärt. 7200, das sind in Sekunden ist es angegeben, ist es, wie lange ein Item auf dem Server vorhanden bleibt, wenn es auf dem Boden liegt. Ja, also wenn ich diesen Handguard, also wenn der spawnt, bleibt er 7200 Sekunden lang da liegen und dann despawnt er. Genau. Dann haben wir Restock. Genau, hier haben wir jetzt wieder interessant, also mindestens zwei sollen spawnen. So, was das hier, genau, Flags, Daisy offline eh noch, also das steht da, wenn ihr Livonia installiert habt. Und das andere ist Generous Plus, glaube ich, wenn ihr die normale Map mit dem Ordner Types. Types. So, und den Ordner brauchen wir jetzt, um den geht es. Ja, also ich klicke mal rauf, Types. Das andere ist Generous Plus, glaube ich, wenn ihr die normale Map habt. Also einfach darauf klicken. Genau, dann haben wir hier den Ordner DB. Dann klicken wir auch auf und wir haben hier den Ordner Types. So, und den Ordner brauchen wir jetzt, um den geht es. Ja, also ich klicke mal rauf, Types, XML. Jetzt braucht es eine Sekunde, um zu laden. Genau. In diesem Ordner könnt ihr im Prinzip alles Mögliche variieren, verändern, von Waffen über Essen. Ja, weil es zum Beispiel hier AK. AK-74, dieser Handguard zum Beispiel, kann ich jetzt hier statt der 5 mache ich einfach eine 8 beispielsweise. Und jetzt haben wir nominal 8 von diesen Handguards auf dem Server. Ich ändere das mal wieder zurück. 5, genau, nominal ist die Anzahl der Handguards, die auf dem Server spawnen sollen. So, dann haben wir Lifetime. Lifetime hatte ich im letzten Video falsch erklärt. 7200, das sind in Sekunden ist es angegeben, ist es, wie lange ein Item auf dem Server vorhanden bleibt, wenn es auf dem Boden liegt. Ja, also wenn ich diesen Handguard, also wenn er spawnt, bleibt er 7200 Sekunden lang da liegen. Und dann despawnt er. Genau. Dann haben wir Restock. Genau, hier haben wir jetzt wieder interessant, also mindestens zwei sollen spawnen. So, was das hier? Genau, Flags, das ist Count in Madborn. Also die gezählten Waffen sind jetzt in dem Fall, also von diesen Handguard. Alle, die auf der Map liegen. Da ist auf 1 gestellt. Ich könnte jetzt noch die mitzählen, die zum Beispiel Spieler dabei haben. Wenn dann zum Beispiel 3 Spieler diesen Handguard dabei haben, dann würde er nur noch 2-mal spawnen. Ja, crafted. Können wir vernachlässigen, weil wir können den Handguard nicht so selber craften. Und ja, genau. Die Kategorie ist halt Waffen. Und der Usage ist Military. Also ihr wisst Bescheid. Ich glaube, da muss ich nicht so viel zu sagen. Was wir jetzt machen wollen, ist das Ganze hier bearbeiten, aber mit minimalem Aufwand. Ja, also ohne, dass ich hier mich durchblättern muss. 1SE. Also, so heißt die Seite. Genau. Hier steht es schon. Drag and drop config file to get started. So, ich mach mal hier alles klein. Ich muss mal kurz auf meinen Desktop. Die ziehe ich mir mal hier an die Seite. So. Jetzt ziehe ich mir einfach die Datei hier rein und lass los. Und dann lädt es schon.
So, und was jetzt passiert ist, ihr habt jetzt hier die Website, liest die Datei aus und ihr habt jetzt quasi alles, was auf eurem Nitrado-Server zu sehen war, habt ihr jetzt hier in übersichtlich. Ja, ihr habt jetzt hier wieder die Items, zum Beispiel eine AK-101 soll maximal 5-mal spawnen, aber mindestens 2-mal. Die Priorität ist, glaube ich, überall bei 100%. Kann man noch mit rumspielen, weil, ja, ich erkläre gleich noch ein bisschen mehr dazu. Dann habt ihr hier Restock-Timer, das heißt, wenn ich jetzt die AK-101 finde, dann spawnt nicht direkt irgendwo auf der Map, auf dem nächsten freien Waffen-Spawn-Punkt wieder eine AK-101, sondern die hat so einen Cooldown, also das dauert jetzt 1800 Sekunden und dann spawnt die AK-101 auf dem nächsten freien Waffenspawnplatz. Genau, Lifetime ist halt 10.800 Sekunden, das ist wie lange die Waffe dann da liegt. Wenn sie niemand aufhebt, despawnt sie wieder und es dauert wieder 1800 Sekunden und sie despawnt vielleicht irgendwo anders oder auf demselben Platz wieder, auf demselben Platz wieder, wahrscheinlich nicht. Weiß man nicht genau. So. Also ihr könnt jetzt hier hingehen und alles verändern, wie ihr das haben wollt. Könnt überall Restock-Timer hinterlegen, also so eine Cooldown-Zeit, oder ihr könnt die Haltbarkeit verlängern. Okay, es ist genau dasselbe. Das sind halt so Container, wo ihr was einlagern könnt und dann könnt ihr es ja vergraben. Und wenn mit dem Item nicht mehr interagiert wird, also wenn ihr es nicht wieder ausbuddelt, das Item aus dem, also den Small Protector Case quasi in die Hand nehmt und wieder verbuddelt, dann despawnt der, und zwar hier nach 3.888.000 Sekunden. Könnt ihr jetzt mal ausrechnen, wie viele Tage das sind? Dann wisst ihr es ganz genau. Ich glaube 42, irgendwie sowas. Ich habe es jetzt nicht ausgerechnet, aber wir können das ja mal machen. Wir können das ja mal machen. 3.888.000 Sekunden durch 60 ist 64.800 Minuten, durch 60 ist 1080 Stunden. So, und ein Tag hat 24 Stunden, heißt nach 45 Tagen ist der Kram weggespawnt. Also 45 Tage. Und Zelte, Fässer, Sachen, die ihr vergraben habt, hier diese Protector Cases, whatever, überall wo diese 3.888.000 steht, das despawnt nach 45 Tagen. Aber ihr habt jetzt die Möglichkeit, diese Zahl zu verändern. 40 Tagen, 1000 Sekunden. Genau, Lifetime ist halt 10.800 Sekunden, das ist wie lange die Waffe dann da liegt. Wenn sie niemand aufhebt, despawnt sie wieder und es dauert wieder 1800 Sekunden und sie despawnt vielleicht irgendwo anders oder auf demselben Platz wieder, auf demselben Platz wieder, wahrscheinlich nicht. Weiß man nicht genau. So. Also ihr könnt jetzt hier hingehen und alles verändern, wie ihr das haben wollt. Könnt überall Restock-Timer hinterlegen, also so eine Cooldown-Zeit, oder ihr könnt die Haltbarkeit verlängern. Ihr habt hier zum Beispiel auch, weil das wurde ich häufig gefragt, bei hier auf dem Filter Containers, bei Zelten zum Beispiel oder bei Zäunen, Fässern und so weiter, die haben alle diesen hier, wo haben wir denn Small Protector Case, ist genau dasselbe. Das sind halt so Container, wo ihr was einlagern könnt und dann könnt ihr es ja vergraben. Und wenn mit dem Item nicht mehr interagiert wird, also wenn ihr es nicht wieder ausbuddelt, das Item aus dem, also den Small Protector Case quasi in die Hand nehmt und wieder verbuddelt, dann despawnt der, und zwar hier nach 3.888.000 Sekunden. Könnt ihr jetzt mal ausrechnen, wie viele Tage das sind, dann wisst ihr es ganz genau. Ich glaube
42, irgendwie sowas. Ich habe es jetzt nicht ausgerechnet, aber wir können das ja mal machen. Wir können das ja mal machen. 3.888.000 Sekunden durch 60 ist 64.800 Minuten durch 60 ist 1080 Stunden. So, und ein Tag hat 24 Stunden. Heißt, nach 45 Tagen ist der Kram weggespawnt. Also 45 Tage und zählte Fässer, Sachen, die ihr vergraben habt, hier diese Protector Cases, whatever, überall wo diese 3.888.000 steht, das despawnt nach 45 Tagen. Aber ihr habt jetzt die Möglichkeit, diese Zahl zu verändern und zu sagen, das soll gar nicht despawnen oder nach 90 könnt ihr nicht der Map, die möglich sind. Darf ich, das ist jetzt zu sehr improvisiert, also wir bleiben mal bei unserer Homepage hier. Ja, aber ihr habt wahrscheinlich jetzt eine ungefähre Ahnung, was ich meine. Genau, also hier könnt ihr alles einstellen, wie ihr es haben wollt. Und ja, könnt alles verändern. Bedenkt halt, dass ihr ein ausgewogenes Economy-System macht, das halt vernünftig der Loot spawnt. Aber, oder ihr habt halt einen Server, wo ihr nur PvP machen wollt oder ähnliches. Dann würde sich natürlich auch lohnen, die Spawn-Punkte so zu verändern, dass man alle, dass vielleicht alle gleich am Airfield sind oder ähnliches. Wie man das macht, kann ich euch auch zeigen. Eine Frage ist schon aufgetaucht im Discord, wurde schon gefragt, wie das aussieht mit den Heli-Crashs, wie ich das Ganze beeinflussen kann. Und dazu vorweg, ja klar, auch das kann man beeinflussen und wie das beantworten kann. Aber hier können wir einfach nettet und dann wieder, achso, das könnte ich euch ja noch zeigen, die Types-Datei halt auch wieder einfügen auf eurem Server, ganz klar. So, jetzt sind wir wieder auf dem Database-Server. Hier können wir einfach eine Datei hochladen. Also geht quasi auf den Desktop, nehmt eure XML-Datei, wo ist sie? Hier, Types. Ne? Types und dann 20. Ladet ihr die hoch und fertig ist der Lack. So, ich lasse meine im Originalen. Paar ganz kleine Sachen habe ich verändert, aber eher betrefflich des Loot-Spawns. Ein paar unnötige Sachen habe ich weniger, also dass die halt sehr, sehr selten spawnen. Und dafür halt ein paar andere Sachen, die man häufiger benötigt, habe ich etwas erhöht. Aber wie gesagt, ihr könnt ja machen, was ihr wollt. Und dabei wünsche ich euch viel Spaß. Also, bis zum nächsten Video. Reingehauen. Ciao, ciao. So, jetzt können wir wieder rein.
Easy Map, okay. Easy Map.
Ich hoffe, die Map funktioniert jetzt auf einmal noch. Sehr schön.